Herren am Wort von der FPÖ, Peter Wurm. Ja, danke, Frau Präsidentin, Frau Minister, Hohes Haus, liebe Zuseher. Eine sehr sonderbare Diskussion, die sich hier um die E-Card mit Foto mehr oder weniger aufzeigt bei den letzten Rednern. Ich möchte schon noch einmal klarstellen, um das auch für die Zuschauer hier plastisch darzustellen. Seit 2004 haben wir die E-Card in Österreich. Und seit dem Jahr 2004 diskutieren wir im Grunde genommen, ob ein Foto hier machbar ist und umsetzbar ist. Ich glaube, Sie alle werden Ausweise haben, wo Fotos drauf sind. Das heißt, dass wir heute wieder diskutieren müssen, ob ein Foto rauf soll oder nicht, das ist für mich im Jahr 2019 nicht nachvollziehbar. Selbstverständlich gehört ein Foto auf eine E-Card drauf. Das sollte außer Diskussion stehen. Der zweite Punkt, der sehr sonderbar ist, die Kosten betreffend, also die SPÖ vor allem, regt sich furchtbar auf über die Umstellungskosten von rund 30 Millionen Euro. Wobei man ja auch der Frau Ministerin hätte zuhören können im Ausschuss und heute bei ihren Ausführungen, ist ja nicht so schwer intellektuell nachzuvollziehen. Diese Umstellung von rund 8 Millionen E-Cards hätte sowieso erfolgen müssen. Das heißt, ich bekomme nicht nur eine neue E-Card in den nächsten 4 Jahren mit einem Foto drauf, sondern wir bekommen eine E-Card mit besseren Sicherheitsmerkmalen. Also eine Geschichte, die sowieso entstanden wäre. Also es entstehen keine Mehrkosten von 30 Millionen, sondern das sind Kosten, die bei der Umstellung ohnehin erfolgen hätte müssen. Kollege Loacker, gerade du kannst das intellektuell sicher nachvollziehen. Du weißt, um was es geht. Diese Kosten würden sowieso entstehen. Das heißt, der zweite Punkt. Und der dritte Punkt bei der Diskussion, die sich auch hier im Plenum über Jahre gezogen hat, man sollte noch einmal klarstellen, wer bezahlt die Gesundheitskosten in Österreich? So, das sind jene, die Beiträge zahlen. Und genau das ist der Grund, warum die Bevölkerung draußen auch diese Maßnahme ausdrücklich gutheißt. Weil alle... Wir sind sehr froh, dass wir ein funktionierendes Gesundheitssystem haben. Im praktischen Arztbereich, im Krankenhausbereich. Aber das wird von Beitragszahlern finanziert. Und diese Beitragszahler haben ein Anrecht darauf, dass jene Personen, die ins System einzahlen oder einen Anspruch auf eine E-Card haben, auch diese Leistungen erhalten. Und nicht zig Zehntausende, die sich diese Leistungen erschlichen haben und nach wie vor erschleichen. Und jetzt komme ich auch zu den Zahlen, auch ausführlich diskutiert. Wir können schätzen, wie viel es ist. Aber ich möchte Ihnen doch einen exemplarischen Fall aus Tirol, nur einen Fall aus Tirol, noch einmal kurz erzählen, weil er auch so schön zum Erzählen ist. Da gibt es eine über 60-jährige türkischstämmige österreichische Staatsbürgerin, die seit über 12 Jahren in der Türkei lebt. Und jetzt ist man draufgekommen kürzlich, dass sie ihre Mutter bei den Reisen mitgenommen hat und ihre Mutter, die keine österreichische Staatsbürgerin ist, mit ihrer E-Card dementsprechend versorgt hat, Operationen gemacht hat und. Nach 12 Jahren ist man draufgekommen. Und es war mehr oder weniger ein Zufall und eine übergenaue Ärztin, die gesagt hat, da kann irgendwas nicht stimmen. So, das heißt, ein exemplarischer Gesamtschaden nur bei diesem Fall in Tirol, ein Fall, über 50.000 Euro. Und alle kennen im bekannten Verwandtenkreis Erzählungen, wo plötzlich Leute am Schalter stehen, die haben 3, 4 E-Cards mit und keiner weiß, weil man den Namen teilweise nicht aussprechen kann. Also soll man wissen, ob diese Person, die vor einem steht, auch dort betreffend richtig ist. Also vollkommen klar, hier war hoch an der Zeit, die Dinge jetzt einmal zu verbessern. Auch eine Geschichte, die vor allem die Neos oder die Sozialdemokratie stört. Für die meisten Österreicher, eigentlich für fast alle, wird es überhaupt keine Umstellung bedeuten, weil die Fotos automatisch hochgeladen werden. Das heißt, es braucht keiner was machen. Aber wir haben heute gelernt, oder nicht heute, wir wissen es ja schon länger, dass es ungefähr 1,2 bis 1,5 Millionen Anspruchsberechtigte gibt, wo es kein Foto gibt. Das heißt, da kann man auch nicht nachvollziehen, wer ist das. Und hier steht drinnen, und das ist auch eine richtige Maßnahme, dass jene Nicht-Österreicher sich einmal grundsätzlich bei der Landespolizeidirektion melden sollen
und dort ihre Identität nachweisen und auch ein Foto mitbringen. Und das ist eine Maßnahme, die die Österreicher auch nicht stören wird. So, weil diese über 1 Million, die sollen halt den Weg zur Landespolizeidirektion machen, sollen ihre Identität dort dementsprechend dokumentieren mit richtigen Ausweisdokumenten und ein Foto mitbringen. Und dann ist es überhaupt kein Problem, dieses Foto dann auf der E-Card, wenn er denn überhaupt anspruchsberechtigt ist für eine medizinische Versorgung, wird er sie auch bekommen. Also überhaupt kein Problem. Aber in Wahrheit haben Sie natürlich auch genau vor diesem Thema Angst. Sie wollen nicht nur in dem Bereich, Sie wollen auch sonst bei vielen Dingen die wahren Hintergründe nicht sehen. Und Sie wollen lieber den Deckel draufhalten und hier Dinge, die nicht ordnungsgemäß laufen, nicht aufdecken. Das wird mit uns nicht der Fall sein. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute gemeinsam mit der Frau Ministerin eine jahrelange freiheitliche Forderung umsetzen. Steht auch im Regierungsprogramm. Und das ist ein schöner Tag für Österreich. Danke. Bereits seit der Einführung der E-Card im Jahr 2004 diskutiere man über die Einführung einer Fotopflicht, erklärt Peter Wurm von der FPÖ. Zu Mehrkosten komme es nicht, da ohnehin eine Umstellung auf modernere Karten mit besseren Sicherheitsfunktionen geplant gewesen sei.